Willkommen zurück zu einer weiteren geisterbeschwörenden Folge Banishers Ghosts of New Eden. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte geisterreiche Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Freunde, bewerten und kommentieren, um den ganzen Aal hier ein wenig zu supporten. So, wo muss ich denn hin? Bin ein bisschen verwirrt. Na, hier können wir ja nichts machen. Verdammt, dieser Vogel! Der Vogel des Captains. Die Zeit ist auf meiner Seite. Ja, red du ruhig. Kann man da nochmal irgendwie rum? Muss ja quasi. Wir sollten die Geisterjäger anzünden. Was, wenn okay, wir das nicht tun? Okay, hier können wir nicht hin. Schemenscheiße, und zwar jede Menge. Na gut, dann muss es irgendwo da oben sein. Ah, hier ist noch was. Das kann man ja sehr schnell übersehen. Aha. Gehen wir mal hier rein. Bams. Der Soldat. Ich nehme immer noch diese Püppchen hier mit. Kann man die vielleicht am Ende in diese komischen Gefäße hineinstecken? Könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass die auch irgendeine Bedeutung haben für den Bereich hier. Weiße Krähe. Interesting. Ein Armband. So, nochmal ein bisschen Pilz. Das Fort steht noch nach mehreren Tagen des Widerstands. In der letzten Woche gab es schnelle und heftige Angriffe entlang der Grenze. Die Wilden haben viele tapfere Soldaten getötet, aber wir bleiben stark. Die Eingeborenen dieses Landes sind sehr mutig und entschlossen. Als Soldat bewundere ich sie. Ich wünsche nur, sie würden verstehen, dass wir ihnen die Erlösung bringen wollen. Zweifelsohne werden sie die besten Christen sein, wenn sie unterworfen wurden. Späher berichten, dass sie in großer Zahl anrücken. Ich brauche Verstärkung und zähle auf die Teilnahme aller Kolonien. Ich dachte, hier wären keine Ureinwohner gewesen, weil das Land verflucht ist. Habt ihr doch gemeint im Lager, ne? Die Wilden. Juckt die Geisterkrähe null. Hier gibt es verflucht viele Truhen in der Gegend. In diesen Ländereien. Nicht diese Mistviecher schon wieder. Achtung! Ein Schemen ergreift Besitz. Jetzt stirb! Hier, bedien dich! Waren das alle? Verlass dich nicht drauf. Der da als nächstes? Der da als nächstes. Die Zeit ist auf meiner Seite. Ich kriege euch schon noch. Das sollte reichen. Geschafft. Hexerei ist ein Kinderspiel. Keine Ahnung, was die Aufregung soll. Deine Hexenfreundin sieht das bestimmt genauso. Ich sag ihr einfach, dass wir fertig sind. Was ist denn dem Schemen in den Arsch gekrochen, dass der so beschissen drauf ist? Ein verlorenes Schiff. Verrat. Deserteure in den eigenen Reihen. Wer weiß. Was ist das für ein Knoll? Okay, ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber wir kommen erstmal hier nicht weiter. Hier ist erstmal Ende und hier drüben ist The Fog. Alles voller Nebel.
Sika ist verschwunden. Macht sie manchmal. Sie ist dort drüben. Und hier ist alles geflutet. Hast du etwa gerade mit einer Krähe gesprochen? Ja und nein. Seid ihr bereit? Gut. Sie erwartet euch. Sind Hexen immer so stumpfsinnig? Sind Verbanner immer so ignorant? Na komm, wir machen eine Bootsfahrt. Wird lustig. Nein, wir gehen nach New Eden. Der Albtraum hat die Welt zu fest im Griff. Der Nebel ist zu dicht. Ihr könnt nicht in seine Festung eindringen. Es gibt keinen Weg zurück zum Gemeindehaus. Noch nicht. Und nicht ohne Hilfe. Wir haben uns bis jetzt ganz gut geschlagen. Du bist tot. Vielleicht schlagt ihr euch weniger gut, als du denkst. Du bist schroff. Aber ich verstehe, was du meinst. Wir sprechen mit Ceridine, bevor wir weiterziehen. Schon besser. Folgt mir. Vorsicht. Bringt das Boot nicht zum Schaukeln. Ist der Weg noch weit? Wie weit ist weit? Keine Sorge, ihr seid in Sicherheit. Sicherheit? Die Sumpflande beheimaten viele zornige Geister. Aber meine Herrin sorgt dafür, dass sie still bleiben. Totenstill. Der Schemen, gegen den ihr gekämpft habt, sah wie eine Vogelscheuche aus. Verbanner und ihre Schubladen. Sie wird sicher zurückkehren. So wie ich. Der Schleier scheint hier dünner zu sein. Das war schon immer so. Wir nennen sie die Sumpflande. Aber die Stämme, die hier leben, nannten es Irrmouth. Wer dort zu lange verweilt, erkrankt. Verlieren Ceridians Schutzzauber deshalb schneller ihre Wirkung, als sie sollten? Das liegt daran, dass sie stirbt. Mein Beileid. Das Leben ist eine Reise. Der Tod ist nur ein weiterer Schritt. Na, ja, wenn's doch nur wirklich so wäre, ne? Das ist ja fast so reizend wie die Fahrt durch die Heerengracht. Fehlen nur noch der Hagel und der Hetzer an unseren Fersen. Das können wir sicher einrichten. Du hast die besten Fluchtpläne. Dieser Old Saul, was will er? Störung, Blutvergießen, Ceridines Kopf auf einem Silbertablett. Sie müssen sich also einst gekannt haben. Wir könnten euch helfen, ihn zu verbannen. Ihr Verbanner trieft vor Arroganz. Ceridine wird sich um ihn kümmern. Wir sollten uns nicht einmischen. Die Schemen am Ufer bewegen sich nicht. Die Sumpflande sind gut geschützt. Sind das Soldaten? Das, Miss Duarte, ist Old Souls Armee. Was könnt ihr uns über eure Mentorin erzählen? Ich könnte euch so einiges erzählen, aber das werde ich nicht. Sie ist eine äußerst alte Hexe, die diesen Garten bereits seit sehr langer Zeit hegt und pflegt. Das ist alles? Glaubt mir, das ist mehr, als ihr wissen müsst. Sind wir bald da? Willkommen auf Ceridines Insel. Ich kann eine große Macht spüren. Oh, das ist euch also aufgefallen? Wie gesagt, willkommen auf Ceridines Insel.
Sie wartet zu Hause auf euch. Folgt dem Pfad, bis ihr einen schwarzen Teich in der Nähe einer alten Ruine findet. Wir treffen uns schon bald dort. Wie macht sie das nur? Das ist ein Trick, oder? Das Mädchen hat mehr als nur Tricks auf Lager. Sie hat eine Gabe. Was ist das? Verbannerregel Nummer 3. Erinnerst du dich an den Whiz Beach-Sumpf? Ja, aber ich werde das Ding nicht mit einem Stock anstoßen. Geräusche. Macht das Ding hier Geräusche? Ja. Die Insel der Hexe. Alright, meine Freunde. Klingt nach Spaß und Spannung, ha? Huh? Und hier muss irgendwo wieder ein Lagerfeuerchen sein. Ein Unterschlupf, wenn du dich an einem Feuer aufwärmen willst. Kabums! Wie ich das liebe. Ah, wieder was, wo es nicht weitergeht, weil uns irgendein Element hier wieder fehlt. Ah, gehen wir mal ins Feuerchen. Schauen wir mal rein, was wir verbessern können. Vielleicht unseren Sud. So eine kleine Sud-Verbesserung. Würde ich sehr gut finden. Ja, der Sud geht sogar. Okay, das ist dann wahrscheinlich auch wieder was, was man erst im nächsten Gebietsabschnitt bekommt. Nehme ich mal das hier mit. Das ist schon soweit aufgerüstet. Das hier verbessern, lohnt es sich halt. Ach, dann wird es auch grün, das Gewehr. Na gut, wenigstens arbeiten wir dran. Wenigstens machen wir Fortschritte. Aufgeknüpfte Puppen. Hexen mögen es schaurig. Als Kind habe ich auch Puppen gebastelt. Genau solche. Oh, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Ob es hier Feinde gibt? Eigentlich dürfte ja kein Feind hier sein. Jetzt verstehe ich, warum sie diesen Ort Illmouth nennen. Was ist das? Denn immerhin ist sie ja so stark, dass hier sich nichts bewegt. Illmouth. Kranker Mund. So war das nicht. Ich wusste, wer ich war, nur... Ich war verloren und wusste nicht, wohin ich sollte. Wann ich irgendwo hin sollte. Ergibt das einen Sinn? Die Zeit stellt den Toten fallen. Es ist nie gerecht. Ihre Stimme war wie ein Leuchtfeuer. Das Licht in der Dunkelheit, das mich zu mir zurückführte. Und zur Welt. Ihr habt beide eine starke Verbindung. Oder werdet sie haben. Oder hattet sie? Vielleicht treffen alle drei Aussagen zu. Da ist er ja, der andere Verbanner. Seid gegrüßt. Guten Tag. Kommt, setzt euch. Es ist eine Ewigkeit her. Kennen wir uns?
Natürlich. Seit eben diesem Moment und seit einem späteren, vor Jahrzehnten. Wie dem auch sei, es tut gut, euch zu sehen, Red McGrath. Ich habe ihr unsere Geschichte erzählt. Es stört dich hoffentlich nicht. Welch ein Martyrium. Es tut mir so leid, dass ihr das durchstehen müsst. Es muss furchtbar schwer sein für euch beide. Ich hab Dank. Aber jetzt seid ihr da. Beide. Und ich bin froh, denn ihr werdet dem nur gemeinsam ein Ende setzen können. Wer seid ihr wirklich? Wer ist Sika? Wir Verbanner sind Hexen. Ja, so viel war mir klar. Aber warum seid ihr hier? Warum New Eden? Seid ihr mit dem Zorn des Albtraums verbunden? Sie will uns nichts Böses. Wir kümmern uns um die Toten. Wir sind wie Hirten, die Hüter des Totenreichs. Und wir sind auch Sündenböcke. Ein bequemer Pranger für die gewöhnlichen Übel der Welt. Wir müssen Antheas Körper zurückholen. Aber Sika meint, das Haupthaus sei unerreichbar, der Nebel unpassierbar. Sika hat recht. Der Nebel ist der Albtraum. Ihr meint, dass der Albtraum den Nebel erzeugt? Der Nebel ist der Albtraum. Der Albtraum ist der Nebel. Sie nähren sich gegenseitig mit wachsendem Einfluss. Der Albtraum verdirbt alle in New Eden. Sie vernebelt ihnen die Sinne und ändert ihre Wahrnehmung. Aber ihr habt den Düsterwald bereits befriedet. Eure Arbeit hat begonnen. Jetzt müsst ihr sie fortsetzen. Warum fanden wir in New Eden kaum Spuren von Ureinwohnern? Sie waren dort. Aber sie haben sich nie niedergelassen. Weise Männer und Frauen wissen, dass diese Region, vor allem die Sumpflande, verdorben ist. Habt ihr euch deshalb hier niedergelassen? Hier ist der Saum dünn und schwach, der Sumpf voller aufgebrachter Geister. Außerdem ist er abgelegen und schwer zu finden. Gute Gründe zu bleiben. Hier können wir uns verbergen und den Saum flicken. Ihr habt uns hergebracht. Wieso? Ihr habt viele Fragen und ich habe wenig Zeit. Eure Novizin sprach davon. Es tut mir leid. Mir nicht. Bald werde ich eins mit den Bäumen sein, Wurzeln und Rinde. Aber deshalb habe ich euch nicht hergebeten. Meine Teuersten, der Pfad vor euch ist noch ungewiss. Aber wisset dies, wenn ihr den Albtraum besiegen wollt, müsst ihr euer Herz öffnen. Ihr müsst euch einander öffnen. Nichts darf mehr zwischen euch stehen. Euer Band muss stark sein. Wie können wir sie besiegen? Wie können wir es mit ihrer Macht aufnehmen? Ihr ergebt euch. Bedingungslos. Dem jeweils anderen. Als ihr verstarbt, liebste Antea, zerfiel New Eden. Doch einige haben überlebt. Sucht sie. Helft ihnen. Das wird dem Albtraum nicht gefallen. Nein. Immerhin seid ihr eine Bedrohung für seine Existenz. Und er hat recht, euch zu fürchten. Doch er glaubt, ihr könntet ihn nicht erreichen. Er irrt sich. Es gibt eine Möglichkeit. Die Leere. Ein furchtbarer Ort zwischen dem Lebendreich und dem Totenreich. Sobald ihr gelernt habt, die Leere zu navigieren, könnt ihr damit die Höhle des Albtraums betreten. Aber zuerst müsst ihr die Menschen von New Eden aus ihren Klauen befreien.
Um Juiden zu erreichen und meinen Körper zurückzuerlangen, sollen wir ausgerechnet den Menschen helfen, die den Albtraum hervorriefen? Ja. Entschuldigt meinen Mangel an Enthusiasmus. Können wir nicht einfach zurück zum Haupthaus gehen und unsere Arbeit machen? Ihr müsst die Menschen aus dem Griff des Albtraums befreien. Nur dann könnt ihr New Eden Town durch die Leere erreichen und sie stellen. Wie gelangen wir in die Leere? Gibt es dafür ein Ritual? Die Leere hat an einigen Stellen Risse. Folgt den Leuchtfeuern, kommt nicht vom Weg ab und ihr werdet sie sicher passieren. Seeker hat für euch einen Stimmschlüssel angefertigt, damit ihr einen Riss öffnen könnt. Verweilt dort nicht zu lange. Die Zeit ist launisch. Der Albtraum im Haupthaus war mit Abstand der mächtigste Geist, der mir je begegnet ist. Woher rührte dieser Albtraum? Unerbittlicher Zorn ist ein Fass ohne Boden für rachsüchtige Geister. Aber in diesem Fall steckt vermutlich eine noch finsterere Quelle dahinter. Wir wissen, dass die Bestie mit dem Albtraum verbunden war, aber wir wissen nicht wie. Mithilfe der Bestie konnte der Albtraum die Siedler quälen. Die Bestie war ihr Avatar. Sie hat sicher noch weitere. Was genau sind die? Sie sind Manifestationen der Macht des Albtraums. Sie könnten auch ihre einzige Schwäche darstellen. Der Geist des Albtraums wurde durch die Gewalt ihrer Entstehung zertrümmert. Intelligent genutzt, könnten die Trümmer der Schlüssel sein, um ihren Fluch zu brechen. Was wisst ihr über Deborah? Nicht viel. Ich gehe den Menschen von New Eden seit Jahrzehnten aus dem Weg. Ich weiß nur, dass sie wegen Hexerei verurteilt wurde. War sie denn eine Hexe? War sie eine der Euren? Wäre das denn von Bedeutung? Sie war keine Hexe. Sie war eine gewöhnliche Frau. Ein Opfer der tiefsten Furcht der Menschen. Am Strand, als ich beinahe ertrank, ihr habt Seeker geschickt, mich zu finden. Woher wusstet ihr, wo ich sein könnte? Fragt ihr eine alte Heckenhexe, ob sie weiß, was in ihrem eigenen Garten vonstatten geht? Die Wälder und Flüsse stecken voller mir freundlich gesinnter Klauen, Federn und Schuppen. Ich weiß stets, was ich wissen muss. Das ist wohl die beste Antwort, die wir kriegen werden. Es ist die beste, die ich je versucht habe zu geben, meine Teuersten. Wir fanden kürzlich ein verfluchtes Objekt. Könntet ihr uns helfen, es zu reinigen? Wirklich? Und wieso gerade wir? Ja, ihr wisst ja, Zauber, Flüche, Hexen. Ich wollte euch nur necken. Es ist eine Freude zu sehen, wie ihr euch windet. Es gibt viele Wege, einen Gegenstand zu verzaubern oder einen Fluch aufzuheben. Seeker könnte euch helfen. Sprecht mit ihr. Sie ist ebenfalls neckisch. Hat eine Heckenhexe zufällig was Interessantes für einen Verbanner in ihrem Garten? Immer. Und so wird es auch immer sein. Na, sieh an, ich verkaufe den ganzen Kram. Boah, was? 1000 Öcken? Kann man sowas vergleichen? Leersplitter. Naja. Habt Dank, Seredin. Wir hauen ab. Bevor ihr loszieht, verratet mir eine Sache. Wofür habt ihr euch entschieden? Was meint ihr? Ihr habt euch gegenseitig ein Versprechen gegeben.
Wie lautet es? Wofür habt ihr euch entschieden? Diese Welt zu verlassen. Wie schwer muss es sein, diesem Pfad zu folgen? Die größten der großen Mysterien bleiben uns verwehrt. Aber habt Vertrauen. Frieden findet man nur am Ende. Der Stimmschlüssel liegt auf dem Tisch. Er wird euch in der Leere beschützen. Seeker wartet am Teich, um euch den Weg zu weisen. Zwischen den Runen befinden sich hingeritzelte Notizen. Auf der linken Seite findet ihr das Haus des Hades, der Unsichtbare, der Totengott, vor. Sowie eine Quelle, Lepha, der Fluss des Vergessens, und in der Nähe eine emporragende weiße Zypresse. Nährt euch nicht der Quelle. Eine zweite Quelle mit eiskaltem Wasser werdet ihr finden am See der Göttin des Gedächtnisses, vor dem Wächter Wache stehen. Sprecht, ich bin ein Sohn der Erde und des Sternenhimmels, der himmlischen Rasse. Und auch ihr wisst dies. Und ab diesem Moment mit dem Pantheon der Helden werdet ihr herrschaftlich sein. Niedlich. Oh Gott, es geht ja ewig. Hexenwerk. Es fühlt sich unnatürlich an. Gefährlich. Das Leben als Verbanner hat natürlich nichts mit Gefahr zu tun. Ja, seid doch relativ nah beieinander, oder? Das Spinnrad sieht komisch aus. Webt ihr damit? Selbstverständlich. Ich webe Essenzen, Red McGrath. Greift zu. Nehmt euch, was ihr benötigt. Equilibrium. Der Stimmschlüssel. Wahrscheinlich diese Teiche, die wir gesehen haben, sind wahrscheinlich irgendwelche leere Zugänge zum Wandern. Nein, los, wir haben zu tun. What? Wo bist denn du? Ach, da drüber. Gut, schauen wir uns das mal an. Saradin hat uns diesen Stimmschlüssel gegeben. Jetzt weiß ich, wie euer kleiner Trick mit dem Verschwinden funktioniert. Es ist kein Trick. Wir brauchen das zum Überleben. Viel zu viele Mistkerle da draußen würden uns lieber tot sehen. Was wir also auf der anderen Seite der Insel gesehen haben, war ein leeres? In der Tat. Ihr werdet ihn auch benutzen. Aber diesen hier nicht. Noch nicht. Etwas weiter weg befindet sich ein weiterer. Am Ende einer Höhle. Benutzt den. Fürs Erste. Dieser hier ist etwas Besonderes. Er ist die einzige Möglichkeit, nach New Edentown zu gelangen, nachdem die Brücke niederbrannte. Wir könnten jetzt gleich nach New Eden zurück? Warum solltet ihr das tun wollen? Der Albtraum ist mächtig. Er hat New Eden eisern im Griff. Wenn ihr ihn im Rest der Region schwächen könnt, ist es möglich, dass ihr den Riss durchqueren könnt, ohne dabei ums Leben zu kommen. In Ordnung. Wir haben es verstanden. Ihr habt euren Stimmschlüssel. Verliert ihn nicht. Euer Leben hängt davon ab. Das sollte kein Problem sein. Wenn ihr den Riss durchquert habt, gibt es kein Zurück mehr. Geht weiter und blickt nicht zurück. Leer wandeln. Könnt ihr mir mehr darüber verraten? Ich springe damit von einem Riss zum anderen, so wie Siridin es mir beigebracht hat. Ich verweile dort nicht. Und das solltet ihr auch nicht. Wieso nicht? Die Leere ist unbekanntes Terrain. Siridin kennt vermutlich die Antwort, aber rückt sie nicht raus. Das ist ein böses Omen. Äußerst böse. Ich bin neugierig. Was ist eure Meinung über den Albtraum? Ich denke, der Albtraum wurde durch die Verbrechen unserer Vorväter geboren. Und auch durch unsere eigenen Sünden. Bewundert ihr sie? Ich fürchte mich davor. Aber ich akzeptiere seinen Zorn. Wie ich auch den Regen akzeptiere. Und New Eden hat die Flut sicherlich verdient. Erzählt mir mehr über euch, Seeker. Wie soll ich das höflich ausdrücken? Nein. Also, wer ist Deborah?
Ich kenne keine Deborah. Ich glaube, ich habe noch nie eine Deborah gekannt. Wir fanden einen verfluchten Gegenstand. Einen Gegenstand? Was für ein Gegenstand? Eine Truhe. Verschlossen und offensichtlich verflucht. Ein Fluch kann verschiedene Dinge bedeuten. Was ist eurer Meinung nach geschehen? Wir fanden sie in der Wildnis. Jemand hat wohl zum Schutz einen Geist an sie gebunden. Ah, ich glaube, ihr habt eine Truhe gefunden, die Viergott gehört. Wer bitte? Viergott Waterbury, hiesiger Geistlicher, Einsiedler, vor Jahren gestorben. Auf meinen Streifzügen bin ich des Öfteren seinem Geist begegnet. Verrückter alter Mann, aber relativ harmlos. Stand er auf verfluchte Truhen? Viergott Waterbury hatte Talent und das hat er dafür benutzt, Dinge wegzusperren. Dinge, die er als zu gefährlich für die Welt erachtete. Eine Truhe? Wie viele hatte er denn? Ich habe nicht gefragt und er hat nichts gesagt. Aber es ist mehr als eine. Vermutlich sind es viel mehr als eine. Er hatte ein Faible für Schmuck, den er wegsperrte, um ihn sicher aufzubewahren. Warum? Viergott Waterbury glaubte, dass irgendetwas in New Eden die Menschen für Okkultes begeistert. Er lag damit nicht falsch. Wie bekommen wir sie auf? Warum wollt ihr sie öffnen? Das ist Dämonologie und ich will damit nichts zu tun haben. Selbst wenn der alte Viergott nicht der Schlimmste war. Aber Viergott Waterbury, als er noch am Leben war, erzählte mir einst, dass sein Brevier ein Ritual der Freilassung beinhalten würde. Habt ihr dieses Brevier? Nein, aber ich weiß, wo ihr es finden könnt. Er verbrachte seine letzten Jahre in Abgeschiedenheit tief im Düsterwald. Geht vom Jägerlager aus Richtung Nordosten. Folgt dem Pfad nach Osten, bis ihr nach Süden abbiegen könnt. Seine Hütte stand dort auf einer Lichtung. Da ihr manchmal vergesslich seid, werde ich es für euch niederschreiben. Gutes Kind hätte ich mir niemals merken können. Wir machen uns auf den Weg. Hoffentlich bis bald. Ja, ich liebe ja unsere netten Gespräche über den Saum. Damit ich das richtig verstehe, wir suchen also nach einem Brevier, das einem Dämonologen gehört, den Seeker nach seinem Tod getroffen hat? Und das alles, um zu lernen, wie man verfluchte Objekte von ihren bösen Geistern befreit? Vergiss nicht Balthasar H. Frenhofers Lehren. Effizient, adaptiv. Ist das Seekers Höhle? Das werden wir herausfinden. Auf, auf! Ah, Leerwandeln. Oh, da fehlt sogar noch eins. Wir sollen ja nicht zu lange verweilen, ne? Gott, wo sind wir? Vergiss nicht, was man uns gesagt hat. Folgt den Leuchtfeuern. Sputet euch. Blickt nicht zurück. Die Leere. Interesting. Es sieht trostlos aus hier. Leblos. Das ist das Reich der Toten. Die Unterwelt. Lasst uns hier nicht verweilen. Gott, wenn wir da landen, schon deprimierend. Einfach nur so eine Felslandschaft, wie auf einem toten Planeten. Ja, lauf weiter. Da, unser Weg in die Freiheit. Du bist es. Was? Was zum... Was geht hier vor sich? Ich kenne diese Stimme. Vor langer Zeit verbannte ich ihren Besitzer. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir hier weg müssen. Jetzt. Was für eine Höllenkreatur ist das denn wieder? Das sieht mir wie ein Klagegeist in Gestalt eines Cerberus aus. Mal was Neues. Was? Wo ist ein Cerberus? Eine erledigt. Jetzt zu den anderen. Au. Kopf runter.
Boah. Uff. Yikes. Yikes. Nervig ist, du bist dann immer gleich so wie gelähmt. Bringen wir es zu Ende. Vorsicht! Du musst schneller werden. Ja. Er ist ziemlich strong. Das war's für dich. Aus welchem Loch ist dieses Mistviech gekrochen? Ich weiß nicht, aber wir müssen hier weg. Nix wie raus hier, du. Wofür war das? Seredins Schlüssel sollte uns doch unbemerkt hindurchschleusen. Ich weiß es nicht. Danke. What is this? Geheimnisvolle Truhe. Flinkschuss, neues Gewehr. Wir haben noch so viele Geheimnisse offen, ne? Alles in Ordnung. Alles gut. Aber der Albtraum dort... Wir wissen so wenig darüber. Das macht mir Sorgen. Und du? Der Albtraum existiert nur, weil die Dorfbewohner etwas Schreckliches getan haben. Ihre Schuld ist in ganz New Eden spürbar. Wegen ihnen musste ich sterben. Sollen sie verflucht sein. Und ihre Geheimnisse und ihre Sünden auch. Es tut mir leid. Mir auch. Sind die Risse wirklich sicher? Wir werden beschützt. Du hast das Wispern gehört, die Verzweiflung und diese eine Stimme. Sie hat nach dir gerufen. Etwas wusste, dass du dort warst. Es hat dich gesehen. Für einen Moment dachte ich an sie. An diese armen, abgeschlachteten Jungen. Ich schwöre... In der Leere hörte ich ihre Schreie. Kinder, die zum Ruhme ihres Sultans in den Tod geschickt wurden. Es fühlte sich an, als wäre ich wieder auf dem Balkan. Du bist du und du bist hier bei mir in diesem Moment. Bis wir New Eden erreichen. Diese Leere, ist das die Hölle? Ist es das, was wir gesehen haben? Sind all die Geister, die wir verbannt haben, dort gelandet? Oder ist es der Limbus, eine zeitlose Vorhölle, in der gequälte Seelen schmachten?
Wenn wir einen Geist verbannen, wird er vernichtet. Die Lehren sind unmissverständlich. Und wenn die Lehren falsch sind? Ich habe die Stimmen auch gehört und sie beunruhigen mich ebenfalls. Aber die Lehren können nicht falsch sein. Wir hätten wissen müssen, wohin wir diese armen Seelen verdammen. Was, wenn du auch dort landest? Alles wird gut. Solange wir zusammenbleiben, wird alles gut. In Ordnung. Du hast recht. Alles wird gut. Hoffe ich. Hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich. Nun, wie es weitergeht in der nächsten Folge, bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss!